So, schönen guten Tag. Mein Name ist Klaus-Dieter Jäckle. Ich komme vom Verlag. Wir sind diejenigen, die diese Dimitex hier zusammen mit den Vortragenden angezettelt haben. Ich spreche jetzt zu Ihnen aus dem Off, weil die Herrschaften, die Sie hier sehen, sind Herr Amadeo Di Palma und Herr Stefan Küpper. Die werden Ihnen gleich erzählen, wie man mit Spracherkennung im Unternehmen effizienter arbeiten und dokumentieren kann. Also als ich den Titel zum ersten Mal gelesen habe, ist mir das so ungefähr vorgekommen wie damals meine Sekretärin mit dem Steno-Block. Also die hat auch Spracherkennung betrieben. Also daran erkennen Sie auch schon mein etwas graues Haupthaar. Aber naja, wir bleiben auf der Höhe der Zeit. Wenn ich noch was organisatorisch sagen darf, Sie haben auf der rechten Seite so ein Dashboard. Da gibt es eine Zeile, da steht, die ist überschrieben mit Fragen. Das bedeutet, wenn Sie Fragen haben, seien Sie bitte so nett, tippen Sie da rein. Ich werde dieses Fenster im Auge behalten und würde dann entsprechend direkt die Frage verbal weiterleiten, also phonetisch weiterleiten. Das hat den Hintergrund, damit auch die anderen Kollegen, die hier noch zuhören, wissen, was gefragt worden ist. Oder aber bis zum Ende der Präsentation warten, je nachdem. So, ja, dann übergebe ich jetzt einfach das Wort an Herrn Di Palma und wünsche Ihnen alle zusammen viel Spaß miteinander. Genau, guten Tag, hallo, auch von meiner Seite. Wir wollen Ihnen heute unsere Spracherkennungssoftware vorstellen, die Dragon Spracherkennungssoftware und natürlich mit dem Titel Spracherkennung im Unternehmen, effizienter arbeiten und dokumentieren. Wie gesagt, mein Name ist Amedeo Di Palma, ich bin der zuständige Sales Manager beim Hersteller der Nuance Communication und mit dabei ist unser geschätzter Partner, Herr Dr. Stefan Küpper, der technische Leiter unserer Disposition, die Firma EGS Computervertrieb GmbH. Ich würde jetzt Webcam ausschalten. Das ist wahrscheinlich am besten. Genau. So, dann können wir gleich zur nächsten Folie gehen und Ihnen ein bisschen auch die Grund nennen, warum wir Ihnen sozusagen die Spracherkennung hier näher bringen wollen. Wir haben ganz klar, sehen wir natürlich einen großen Vorteil für Sie, wenn Sie unsere Spracherkennung einsetzen, einfach weil Sie bestimmte Herausforderungen haben. Die manuelle Dokumentation ist einfach ein großer Zeitfresser. Es ist natürlich wichtig, dass Sie da eine Hilfestellung bekommen. Wie sollen Sie den Aufwand bewältigen und gleichzeitig erstklassigen Service gewährleisten? Diese Frage wollen wir natürlich stellen und unsere ganz allgemeine Empfehlung ist immer, dass Sie nachhaltige Lösungen zur Optimierung der internen Prozesse einsetzen. Gerade für den Mittelstand lohnt es sich einfach, dass Sie einen digitalen Arbeitsplatz aufbauen, der innovativ, der in der neuesten Zeit ist, um einfach auch natürlich erstens natürlich produktiver zu sein, aber auch natürlich talentierte Mitarbeiter zu binden und zu rekrutieren. Und wir möchten Ihnen einfach in dieser Präsentation und im Webinar aufzeigen, warum genau Spracherkennung das neue Interface für diesen digitalen Arbeitsplatz ist. Und wir zeigen Ihnen ganz klar, warum. In der nächsten Folie gehen wir mal die Agenda durch, wie wir da vorgehen möchten. Wir möchten im ersten Punkt natürlich erstmal zeigen, warum es eine Investition in die Produktivität bedeutet, anhand unserer Märkte, mit denen wir normalerweise zusammenarbeiten. Und natürlich einer kleinen Studie und einem Rechenbeispiel, das wir Ihnen aufzeigen wollen. Dann zeigen wir natürlich unsere Lösungen auf, wie die Evolution unserer Spracherkennung geschehen ist in den letzten Jahren, wo wir uns jetzt befinden und picken uns ein Produkt raus. Das ist die Dragon Professional Anywhere als unsere Serverlösung. Das ist das Highlight-Produkt, das wir Ihnen hier vorstellen möchten. Und das übernimmt natürlich der Herr Dr. Küpper für uns, der Ihnen das Produkt natürlich auch demonstrieren wird, damit Sie auch sehen, dass das Produkt auch einwandfrei funktioniert. Dann möchten wir natürlich ein kleines Fazit ziehen. Und dann möchten wir natürlich Fragen beantworten. So, hoffentlich bleibt natürlich noch Zeit dafür. Genau, gehen wir in die nächste Folie. Investition in Produktivität und springen gleich weiter und dann in die Märkte. Das sind, wie gesagt, die Märkte, die von Spracherkennung profitieren, mit denen wir wirklich effizient auch arbeiten, wo wir sehr erfolgreich mittlerweile sind. Das soll Ihnen einfach einen kleinen Überblick geben, warum, welche Pain Points die gewissen Branchen haben und wie Spracherkennung unterschiedlichster Weise helfen kann. Der Legal-Bereich oder juristische Bereich ist einfach unser stärkster Markt neben dem medizinischen Bereich. Sie arbeiten seit Jahrzehnten mit unserem Produkt. Sie kennen das Diktieren. Das macht es natürlich sehr einfach. Und es liegt auch ganz klar darin, dabei natürlich einen Rückgang juristischer Fachkräfte zu sehen gibt. Die Leute sind viel zu gut ausgebildet, als dass sie abgestellt werden, für 24 Stunden, 7 Tage die Woche etwas abzutippen. Das ist ein eher stumpfer Prozess, der natürlich auch automatisiert werden muss, weil die Leute einfach auch was Besseres zu tun haben heutzutage, viel effizienter und produktiver für den Juristen sein kann.
Und Spracherkennung hilft natürlich genau da, sie trifft natürlich genau den Nagel auf den Kopf, um natürlich diesen Dokumentationsaufwand zu bewerkstelligen. Der Finance-Bereich oder Finanzbereich genannt, das ist natürlich der innovativste und auch neueste Bereich, mit dem wir arbeiten. Banken und Versicherungen sind da einfach ein großes Beispiel. Die haben einen immensen Dokumentationsdruck, auch weil sie Berufsgeheimnisträger sind, mit sensiblen Daten arbeiten. Und die Zufriedenheit der Kunden hängt oft auch von der Schnelligkeit und der Effizienz ab. Und deswegen haben sie eh in ihrem Bereich einen sehr guten Zugang zu gewissen Software- und Hardware-Tools. Und Spracherkennung ist einfach eins davon und mittlerweile auch wirklich, hat einen sehr guten Anklang dort gefunden. Wir haben sehr, sehr tolles Feedback bekommen und speziell einfach auch, um Kunden schneller zu betreuen. Aufwand immens. Der Corporate-Bereich oder der Privatsektor genannt, das ist der Bereich, den wir jetzt eigentlich hier ansprechen wollen. Das sind Sie sozusagen. Sie sind der Vorantreiber und der Treiber der digitalen Transformation und des Arbeiten 4.0. Das sind natürlich heutzutage einfach in Ihrem Segment verpflichtende Anforderungen. Spracherkennung kann Ihnen helfen in den unterschiedlichsten Anwendungsbereichen, wie zum Beispiel, dass Sie schnelle Vertriebsdokumentationen erstellen können. Sie können bessere Gutachten erstellen. Sie sind einfach effizienter auch bei Laborberichten. Das ist jetzt eine sehr spezielle Anforderung, aber da kann Spracherkennung helfen. Das zeigen wir natürlich in dieser Präsentation auch, warum. Aber was Sie natürlich auch für einen Punkt haben in Ihrem Bereich, ist einfach ganz klar, dass Sie einen hohen Druck haben auf dem Arbeitsmarkt. Und natürlich auch da attraktiv gegenüber jungen, innovativen Mitarbeitern zu sein, hilft einfach der Aufbau, wie schon in der Folie davor gesagt, eines digitalen, innovativen, schnellen Arbeitsplatzes, der auch von zu Hause aus nutzbar ist, beispielsweise, der flexibel ist. Und da ist Spracherkennung einfach ein innovatives Tool des 21. Jahrhunderts. Und einfach auch da attraktiv zu bleiben, hilft Spracherkennung ganz klar. Bereich noch, Sie sind einfach ein bisschen hinterher, Sie haben halt sehr viel mangelnde Ressourcen, deswegen einen hohen Innovationsdruck und Spracherkennung hilft genau in dem Segment immens weiter, weil er schnell und einfach implementierbar ist. Das heißt, Sie können sofort einfach Ihr Mikrofon an den Computer anstecken und loslegen und deswegen sind wir auch in den kleinsten Landratsämtern bis zu den großen Bundesbehörden aktiv und ist eigentlich mit unser zweitgrößter Kundenstamm, den wir aufgebaut haben. Dann möchten wir natürlich in der nächsten Folie eine kleine Studie aufzeigen, wo wir Arbeitnehmer interviewt haben. Wir sehen an einer hübschen Grafik, wie viele Wochenstunden verwenden sie eigentlich, um ihre Berichte zu erstellen, also die manuelle Dokumentation zu tätigen. Und Sie sehen, die Range ist wirklich sehr, sehr groß. Zwischen 2 und 15 Stunden pro Woche werden hier angegeben. Wenn man sich mal überlegt, 15 Stunden pro Woche nur für die Berichterstattung, das sind fast 2 volle Arbeitstage. Das ist eigentlich in unserer Sicht eine enorme Verschwendung qualifizierter Arbeitszeit. Und da muss einfach geholfen werden mit heutzutage mit Technologie und wir bieten einfach eine. Und ich möchte einfach ganz klar auf die untere Range mal anzeigen. Hier nehme ich die 2 Stunden, die benötigt werden in der Woche für die Dokumentation. Weil diese 2 Stunden nehmen wir jetzt mal als Benchmark für die nächste Folie auf, wo wir Ihnen eine kleine Rechenaufgabe mit auf den Weg geben, nämlich das Einsparungspotenzial, das Sie mit Dragon haben. Sie sehen unten in der X-Achse, das ist die Anzahl der Dragon-User im Unternehmen, also wie viele User oder Mitarbeiter nutzen Dragon. Oben sehen Sie das Einsparungspotenzial in Millionen im Jahr. Und wir sprechen hier wirklich mittlere Unternehmen an. Also in dem Fall bei 2 Stunden Einsparungspotenzial pro Mitarbeiter, bei einem Stundensatz von 50 Euro, also befinden wir uns auf der grünen Linie, in der mittleren Linie, haben Sie bei 50 Mitarbeitern, die Dragon nutzen im Unternehmen, ein Einsparungspotenzial von 1,2 Millionen pro Jahr. Und ich denke, dass Sie solche Zahlen heutzutage nicht mehr so schnell von irgendwelchen Softwareanbietern bekommen. Wir zeigen Ihnen einfach ganz klar auf, Sie haben ein hohes Potenzial mit diesem Produkt, Ihre Arbeitszeit besser und effizienter und produktiver zu gestalten. Genau, das war eigentlich schon so ein bisschen der Fingerzeig, das will ich Ihnen einfach nur mitgeben. Jetzt gehen wir natürlich ein bisschen auf das Produkt, dass wir natürlich auch zeigen, was wir halten, was wir versprechen. Deswegen gehen wir gleich auf die nächste Folie auch. Nämlich den Fingerzeig zu unseren Produkten, die Lösungen, die wir im Mittelstand anbieten. Das sind unsere Lösungen zusammengestellt. Auf der linken Seite sehen Sie die Group-Varianten. Also viele, die mit Spracherkennung schon mal zusammengearbeitet haben, kennen die. Das sind unsere etablierten Volumenlizenzen, Enterprise-Produkte als Group-Variante. Ist hergestellt worden für die lokale Lösung, das heißt für eine lokale Installation auf dem Endgerät, wie auf dem Laptop oder Desktop. Dort können Sie das Produkt einsetzen, haben durch die Netzwerkfähigkeit auch eine gute Anbindung auf Ihr Firmennetzwerk. Sie können durch dieses Produkt auch eine zentralisierte Verwaltung einsetzen, das hinzugekauft werden kann, wie unsere North Management Konsole. Also das ist eigentlich ein etabliertes Produkt, das auch wirklich noch seine Daseinsberechtigung hat.
Aber Sie sehen schon an meiner Tonlage, dass ich natürlich auf was hinaus möchte. Die Evolution geht einfach woanders hin. Die Evolution geht einfach dahin, wo der Kunde mittlerweile angekommen ist. Und das ist einfach nicht mehr auf einem Endgerät, das man schwierig administrieren muss, sondern das geht über in virtuelle Umgebungen, weil das natürlich auch für die Administration bedeutet, dass nur ein Server, eine Serverstruktur administriert werden muss, gewartet werden muss und die Clients, die da hinten dran hängen, vollkommen irrelevant geworden sind. Und das macht es natürlich sehr, sehr produktiv. Und deswegen bieten wir natürlich auch ein Produkt an. Und wie schon in der Agenda aufgezeigt, ist es das Produkt, das wir hier highlighten möchten, nämlich die Dragon Professional Anywhere oder Legal Anywhere mit dem juristischen Fachwortschatz. Das ist nämlich eine reine Thin-Client-Lösung oder auch auf Fat-Clients natürlich auch nutzbar, aber auf Thin-Client-Lösung, weil natürlich es eine reine Serverlösung ist, die Sie implementieren können. Das Produkt ist einfach gemacht für virtuelle Umgebungen, die heutzutage einfach Anspruch sind. Und wenn Sie jetzt sagen, okay, ich habe einen Server, ich möchte das gerne selber nutzen, weil ich keine Cloud-Varianten möchte, ist gar kein Problem, das bieten wir an. Sie können das On-Premise, also selber hosten, Sie bauen einen Server auf, Sie installieren Ihnen das Produkt drauf und Sie können wirklich Ihre Spracherkennung Ihren Mitarbeitern anbieten über Ihren eigenen Server. Dementsprechend bleiben natürlich Ihre Daten auch komplett bei Ihnen. Das bieten wir an, also mit autarke Systeme. Was wir aber auch hier auch nochmal anbieten möchten, ist unser Partner-Hosting, auch in Kombination mit unserem Partner EGS zusammen, wo der Herr Dr. Küpper auch dabei ist. Die haben eine Cloud aufgebaut über die Deutsche Telekom, also DSGVO-konforme Cloud, wo sie ihre Daten ganz klar geschützt haben. Das gewährleisten wir auch. Und wenn Sie jetzt sagen, wir haben keinen Server da, wir sind einfach nicht groß genug, dass wir uns eine Serverfarm hinstellen, das macht ja auch tendenziell keinen Sinn. Outsourcing ist einfach auch ein großes Thema. Bieten wir Ihnen einfach dadurch die Möglichkeit an, sich einfach anzudocken an unseren Partner EGS, Ihr Mikrofon einfach reinzustecken, implementieren und dann können Sie loslegen. Und die Kombination macht es einfach aus und deswegen ist es einfach einfacher und vereinfachte Verwaltung und weitaus niedrigere Kosten für Sie. Genau, wenn wir zur nächsten Folie gehen, können wir nämlich anhand der Server-Variante auch noch das zweite Add-on-Produkt anbieten, nämlich die mobile Lösung für Ihr mobiles Endgerät. Davor waren das wirklich für die Desktop. Jetzt ist es für das mobile Endgerät, für iOS und Android-Systeme. Da bieten wir natürlich auch Spracherkennung an für die jungen Mitarbeiter. Die wissen ganz genau, dass das eigentlich ihr Tool ist heutzutage, dass man weniger mit dem Laptop arbeitet als mit dem Handy. Und da bieten wir natürlich auch ein Produkt an, das einfach produktiv mit Spracherkennung arbeitet. Das ist unsere Dragon Anywhere App. Und da ist natürlich ermöglicht, dass Sie einfach durch das Anbindung, das durch einfach Mobilnetz, also 3G oder LTE, ganz klar Spracherkennung nutzen können. Aber was das Schöne an dem Produkt ist, es ist einfach verknüpfbar mit Ihren Desktop-Produkten, also in Kombination mit dem Professional Anywhere für Ihren Thin-Client oder für Ihren Fat-Client, haben Sie einfach die Möglichkeit, das gleiche Benutzerprofil, das Sie dort aufbauen, das heißt, das gleiche Benutzerprofil, das Sie natürlich täglich warten, wo die Spracherkennung sich an Sie gewöhnt durch die Sprachweise, aber auch das gleiche Benutzerprofil, weil Sie Ihr fachbezogenen Wortschatz natürlich jeden Tag hinzufügen durch Verbesserungen und dergleichen, das können Sie mit dem Handy auch aufrufen. Und das macht die Sache natürlich super rund, weil Sie mit dem Handy genauso wie mit dem Computer das gleiche Benutzerprofil benutzen und dementsprechend nicht wieder von vorne anfangen müssen, sondern genauso produktiv sind mit dem Handy als wie mit dem Computer. Und das Schöne an dem Produkt ist, Sie können wirklich individuell diktieren, einen Text erstellen, das per WhatsApp verschicken, per E-Mail verschicken, mit Dropbox oder Evernote an den Systeme schicken, die Sie brauchen und natürlich dann sofort von unterwegs auch die Dokumentation abschließen. Genau, die nächste Grafik zeigt Ihnen auch ganz klar auf, das schöne Gesamtkonzept ist, was wir hier vorstellen möchten. Wir ermöglichen einfach flexibles Arbeiten vom Büro aus, aber auch in Kombination mit der mobilen Endlösung von unterwegs aus. Und das ist das Schöne dran, mit dem gleichen Benutzerprofil, wie gerade besprochen, die Synchronisation ist einfach gewährleistet. Haben Sie einfach eine Lösung auf alle Ihre Endgeräte, die Sie wirklich auch für einen alltäglichen, produktiven Tag brauchen. Und ist vielleicht ein gutes Beispiel dazu, der Vertriebsmitarbeiter kennt das sehr gut, er ist beim Kunden, hat alles mitgeschrieben und weiß nicht, was man mit diesem Zettel jetzt machen soll. Vor sich. Nein, Sie können einfach Ihr Mobilendgerät nehmen, das reindiktieren, was Sie gerade besprochen haben, damit Sie alle Informationen gleich digitalisiert gesammelt haben. Und das dann sofort in ihr System weiter schicken und im Büro aus weiter verarbeiten. Manche machen das sogar so, dass sie einfach schon die Dokumentation damit abschließen, das einfach per E-Mail sich senden und dann hat man sozusagen die Dokumentation abgeschlossen, nachdem man mit dem Kunden fertig ist und kann zum nächsten Kunden gehen. Und das erübrigt oder ermöglicht einfach eine immense Zeitersparnis im Vergleich zu vorher. Genau, das noch als letzten Punkt, das ist vielleicht noch ganz wichtig, bevor ich an Herrn Dr. Küpper abgebe, der Ihnen das Produkt natürlich auch nochmal gleich zeigt,
ist einfach, dass wir eine gewisse Vorsicht wahren wollen bezüglich Konsumerlösungen. Es gibt natürlich bestimmt Leute unter Ihnen, die sagen, naja, die mobile Lösung hört sich ja super an, aber sowas kann dann mein Handy ja auch umsonst. Das ist auch richtig, aber es gibt gewisse Gefahren, die dahinter lauern. Erstens wird Ihr Datenschützer im Dreieck springen, wenn er das hört, dass Sie sensible Daten irgendwo hinschicken, wo niemand weiß, wo das landet. Zumal die meisten Anbieter natürlich in den USA liegen und die natürlich nicht die der europäischen DSGVO-Konformität unterziehen, ist es einfach ein besonderes Risiko für Berufsgeheimnisträger. Aber selbst wenn Sie das außen vor lassen, gibt es natürlich zahlreiche Nachteile, die wir mit unseren Lösungen anbieten, nämlich dass Sie einfach garantierte Verfügbarkeit haben. Sie haben einen professionellen Support dahinter. Und wir garantieren einfach Integration in bestehende Softwarelandschaften und Workflows, die Sie eh schon nutzen jeden Tag. Und das in Kombination macht es einfach rund und das bietet Ihnen sozusagen eine richtige professionelle Enterprise-Lösung an im Vergleich zu den ja, kostenfreien Lösungen, die im Umlauf eh schon genutzt werden. Das war es auch jetzt erstmal von mir. Jetzt würde ich an meinen Kollegen abgeben, Herr Dr. Küpper, der Ihnen das Produkt natürlich erstmal aufzeigt. Ja, vielen Dank, Amedeo. Ich hoffe, man kann mich hören. Wenn nicht, wäre ansonsten jetzt eine gute Chance, was zu sagen. Wir hören dich. Gut. Ich möchte Ihnen jetzt gerne die Spracherkennung vorführen mit Dragon Professional, Dragon Legal Anywhere. Der Client ist derselbe. Das ist diese kleine schwarze Leiste da oben. Wir arbeiten in der Spracherkennungscloud, die wir von der EGS hosten bei der Deutschen Telekom, wie Herr Diepalmer gerade schon gesagt hat, DSGVO-konform, komplett von Anfang bis Ende verschlüsselt und sicher. Wir haben uns darum bemüht, wirklich um Privacy by Design, sodass man von Anfang bis Ende, dass wir überhaupt keine Chance haben, Ihre Daten zu sehen oder zu hören, während Sie von Anfang bis Ende sicher sein können, dass Ihre Daten nur da sind, wo Sie sie haben wollen, nämlich Sie sprechen in Ihren Rechner, Sie kriegen den Text zurück auf Ihren Rechner. Alles, was dazwischen ist, ist verschlüsselt und ist nicht einsehbar. Die gesamte Verarbeitung läuft also komplett im Hintergrund. Ich zeige jetzt mal die Spracherkennungsqualität. Erst zunächst mal auf dem PC. Ich mache mal ein Microsoft Word-Dokument mal im Vordergrund. Ich diktiere auch sehr viel nach Outlook, aber Sie wollen nicht meinen Posteingang sehen, dann müssen Sie weinen. Sehr geehrte Damen und Herren, neuer Absatz. Ob Mississippi oder Rocky Mountains, ob Glasnost oder Perestroika, ob Saxophon oder Violoncello, Gedankenstrich. Meine Spracherkennung kennt alle Wörter und schreibt sie immer richtig. Punkt, neuer Absatz. Gelegentlich kommt es zu einem Fauxpas, wenn ich mit Fremdwörtern renommieren will. Punkt. Dafür gibt es aber eine einfache Lösung. Punkt. So, Sie sehen, der Text wird, obwohl das Ganze in der Cloud läuft, unmittelbar in die Anwendung geschrieben. Und damit ist die Arbeit der Spracherkennung quasi schon getan. Wo Sie das Dokument abspeichern, ist uns egal. Da läuft auf dem Server nichts gespeichert, sondern dieses Dokument verbleibt auf Ihrem Rechner in Ihrem System. Das ist auch ganz wichtig, weil das immer wieder gefragt wird. Jetzt habe ich hier ein bisschen was diktiert. Natürlich zum einen, weil ich gerne mit Fremdwörtern renommiere. Zum anderen, weil ich Ihnen zeigen wollte, was passiert, wenn ich das tue und dann mal ein Wort falsch geschrieben wird. Meistens liegt das daran, dass die Spracherkennung das Wort schlicht und ergreifend nicht kennt und dann kann ich es renovieren. Im Idealfall wird mir jetzt hier schon das richtige Wort angeboten. In diesem Falle ist das Wort nicht im Wortschatz enthalten. Ich sage dann Wort hinzufügen. Kann das Wort dann hier eintragen. Renommieren, schreibt man mit Doppel-M. Ich sage einfach nur Standardaussprache verwenden. Ich könnte es hier auch trainieren. Ich könnte auch eine andere Aussprache angeben. Ich könnte also jetzt auch als Aussprache angeben eintragen. Ich könnte also jetzt sagen, das ist die Bedeutung des Wortes renommieren. Dann muss ich mir das Fremdwort nicht merken und kann mit Fremdwörtern angeben, ohne mir die Fremdwörter merken zu müssen. Mache ich aber jetzt nicht. Ich speichere es jetzt einfach so. Und probiere es aus. Renommieren. Korrigier Fuhrpark. Wort hinzufügen. Hier bei dem Wort, da muss ich jetzt wirklich eine Aussprache angeben. Das Wort ist Fauxpas. Geschrieben Fauxpas. Das wird ungefähr so ausgesprochen.
Wenn ich jetzt keine Aussprache angeben würde, würde Dragon von mir verlangen, dass ich Faux Pass sage. Das wollen wir nicht. Deswegen gebe ich ihm die Ausspracheform an und sage Speichern und Opa. Neuer Absatz, was zu beweisen war. Punkt, neuer Absatz. Was ich da auch hab machen ich, da kann. Hab ich, entschuldigen Sie bitte, da habe ich noch eine Reklamation. Das Ob ja. Am Anfang des Korpus müsste doch kleingeschrieben werden, steht hier. Ja, das ist wahr. Der Befehl neuer Absatz sorgt dafür, dass danach groß weitergeschrieben wird. Ich kann das aber auch anders machen. Kann Doppelpunkt, neue Zeile, neue Zeile. Mit diesem Befehl sorge ich dafür, dass nach der Anrede oder nach einem Doppelpunkt korrekt weitergeschrieben wird. Punkt. So, ich hoffe, das hat die Frage beantwortet. Korrigiere einen Doppelpunkt. Nimm eins. Schön, ne? Geht. Ich kann hier auch Textbausteine nutzen. Das mache ich sehr häufig. Ich habe also einige Textbausteine für ein Angebot. Und das Ganze kann ich dann zum Beispiel so abschließen, dass ich dann einfach nur sage, Lizenz bitte. Und dann wird hier ein ganzer Textbaustein eingefügt, wo alles drinsteht. Die Bedingungen für Softwarelizenzen, für den Erwerb von Softwarelizenzen, Angebotsbindung und so weiter. Und jetzt noch das Ganze abschließen mit Unterschrift bitte. Damit spare ich mir also das Diktat von immer wiederkehrenden Blöcken, die ich am Tag vielleicht 5 oder 10 Mal brauche. Auch das ist ein großes Einsparpotenzial, einfach mit Textbausteinen zu arbeiten, die man mit 3 Wörtern sagen kann. Ein Standardangebot habe ich mit Spracherkennung in ungefähr 1 Minute fertig. Ich habe alle Artikel als Befehl hinterlegt, ich habe die Konditionen als Befehl hinterlegt und meine Unterschrift, mehr braucht es nicht. Das geht ruckzuck. Das ist die Desktop-Spracherkennung. Ich würde jetzt gerne mein Handy verbinden mit dem Rechner und Ihnen mal zeigen, wie das Ganze auf einem mobilen Endgerät aussieht. Ich gebe mir mal schnell eine Verbindungsnummer ein, um mich anmelden zu können. So, jetzt sehen Sie schon mein iPhone. Und das hier ist die Dragon Anywhere App, die wir gerade schon erwähnt haben. Ich möchte vor allen Dingen zeigen, dass die Synchronisation sofort passiert. Doppelpunkt, ich kann nämlich hier mit Fremdwörtern renommieren und begehe keinen Fauxpas-Punkt. Ja, so viel zu dem Thema. Offensichtlich muss er das Profil noch einmal lernen. Reicht das? Dass ich jetzt mit Fremdwörtern renommieren kann, Punkt. Aha, er braucht 2, 3 Sekunden, um sich das neu zu ziehen. Und dann ist das Wort auch da. Das heißt, wir haben hier tatsächlich eine Synchronisation zwischen Desktop und PC vom Sprecherprofil. Dieselben Einstellungen, dieselben Wörter, dieselben Befehle, die ich auf dem PC habe, habe ich auch auf meinem Telefon. Ich kann auch hier andere Sachen machen. Ich kann hier also zum Beispiel auch eine Vorlage aufrufen. Im Briefkopf. In dieser Vorlage habe ich Variablen definiert. Da kann ich also von einer Variable zur anderen springen und kann also jetzt hier weitergehen. Die Anschrift diktieren, wenn ich das will. Nuance Communications, neue Zeile, Willy Brandt, Platz 1. Hier das Datum. Reicht das? 25.06.2020. Reicht das? 25. Juni 2020. Reicht das? Ich will mich aber ärgern jetzt. Machen wir weiter. Spracherkennung. Sehr geehrte Damen und Herren, neuer Absatz. Ich renommiere gerne mit meiner Spracherkennung, muss aber feststellen, dass es dem Hersteller bis heute nicht gelungen ist, die Daten zwischen dem 21. und 25. Juni korrekt umsetzen zu lassen. Punkt. Zumindest habe ich in den letzten 4 Tagen Schwierigkeiten, die sich aber durch deutliches Diktat in aller Regel beheben lassen. Punkt. Neuer Absatz. Wenn ich jetzt damit fertig bin und jetzt also an die Firma Nuance Communications schreiben möchte, dass mir die Spracherkennung eigentlich super gut gefällt, aber es noch was Besseres gibt, kann ich hier jetzt über Dokumentteilen entweder das sofort per E-Mail senden oder als E-Mail-Anhang senden
Ich kann es auch mit Evernote oder Dropbox synchronisieren oder über die Funktion Dokument teilen in einer Cloud meiner Wahl abspeichern. Ich habe also hier zum Beispiel MyCloud eingerichtet bei mir. Dann kann ich das jetzt da hochladen und auf dem PC runterladen und da weiter bearbeiten. Das dauert jetzt ein bisschen, das wollen wir uns jetzt nicht, müssen wir uns nicht bis zum Ende angucken. Danke. So. Okay. Ja, das ist im Prinzip die Demonstration dessen, was die Clients können auf dem PC und auf dem Smartphone. Dadurch, dass wir die Synchronisierung haben, sind wir wirklich super flexibel und mobil. Sie brauchen kein extra Diktiergerät mehr, sondern Sie verwenden einfach Ihr Smartphone als Diktiergerät mit genau denselben Einstellungen und denselben Vorteilen, die Sie lokal auf Ihrem PC haben. Die einzige Voraussetzung, die Sie noch brauchen, ist eine Datenleitung und da reicht 3G tatsächlich aus. Ja, soweit zur Live-Demo. Ich öffne das Handy mal wieder und gebe zurück an Amedeo Di Palma, der das Ganze jetzt nochmal zusammenfassen wird und Ihnen einen Ausblick auf das geben wird, was da in nächster Zeit für Sie. Genau. Vielen, vielen Dank, Stefan. Ich denke, man hat einen guten Eindruck bekommen, was alles möglich ist, sogar unter Live-Bedingungen, wenn es nicht immer hundertprozentig funktioniert, aber in dem Fall hat es ja eigentlich alles geklappt und Sie sehen, die Kombination aus Handy und Desktop kann einfach sehr, sehr viel gestalten und man ist deutlich besser und schneller. Die Implementierung dauert nicht lange und man kann eigentlich sofort loslegen. Sie sehen die wesentlichen Vorteile, ich möchte die gar nicht nennen, die schicken Sie Ihnen zu, wenn Sie die auch haben möchten, warum, wieso, weshalb. Ganz klar sind die Überschriften ganz klar, sehen Sie diese klaren Vorteile. Ich gehe lieber gleich zum Fazit, dass ich Ihnen einfach zeigen möchte, warum Spracherkennung für Sie als Unternehmen einfach auch einen Mehrwert bieten kann. Erstens werten Sie ganz klar die Arbeitsplätze auf. Wie schon in der ersten und in der dritten Folie genannt, tragen Sie einfach zu einem modernen Image Ihres Unternehmens bei. Es ist einfach ein neues Interface. Die Tastatur benutzen wir seit fast 60 Jahren, wenn nicht sogar länger, wenn man die normalen Schreibmaschinen noch nutzt oder mit aufzählt. Die Sprache ist neu. User Interface für jeden jungen Mitarbeiter eigentlich, der heutzutage sein iPhone nutzt oder auch, glaube ich, jeder, der meine Sprachnachricht an seine Kollegen oder Freunde geschickt hat, weiß, dass die Sprache einfach das Mittel ist zur Kommunikation und warum sollte man das nur in privaten Zwecken nutzen, sondern auch, man kann das auch in einem Arbeitsbereich nutzen. Sie behalten die Kontrolle, das ist das, was wir wirklich gewährleisten, die sichere Übertragung, das ist essentiell, also zumal bieten wir On-Premise-Installationen an, das bedeutet, dass die das selber hosten, egal welches Produkt, entweder auf ihrem Endgerät oder auf Ihrem Server. Dadurch gewährleisten Sie dass es gar keine Verbindung nach außerhalb gibt. Aber natürlich in der Kombination mit unseren deutschen Partnern, wie die Firma EGF, die mit dem Herrn Dr. Köpper hier dabei ist, bieten wir einfach auch deutsche Clouds an, die natürlich deutschen Normen besteht. Aber die Firma EGF hat natürlich auch wie andere Partner natürlich noch mehr Sicherheitsvorkehrungen getroffen, dass wirklich gar kein Datenstrom irgendwo anders hinausfließt. Sie digitalisieren Prozesse, das glaube ich auch ein wichtiger Punkt in der heutigen Dokumentation, dass man die Sachen auch wiederfindet, weggeht vom Analogen, weggeht von Stift und Papier. Sie müssen die Arbeitsplätze flexibler machen, schneller und prozessieren und dementsprechend brauchen Sie einfach auch Interfaces, die wirklich auch schnell und einfach nutzbar sind. Deswegen hat man auch die Mobilendgeräte genutzt, erfunden und die Spracherkennung ist einfach die Entwicklung und die Weiterentwicklung davon. Sie schaffen Freiräume, das ist meinen Punkt eigentlich der wichtigste Vorteil gegenüber anderen Systemen, dass Sie einfach dadurch den lästigsten Arbeitsbereich des Tages einfach damit produktiver gestalten oder einfach auch reduzieren können, nämlich die Berichterstattung und die Dokumentation. Dadurch schaffen Sie einfach für Ihre Kollegen, für Ihre Mitarbeiter mehr Zeit für die Kundenbetreuung, mehr Zeit für strategische Aufgaben, Weiterbildung oder Ähnliches. Dementsprechend weniger Dokumentation bedeutet mehr Produktivität und natürlich auch handfeste Umsatzzahlen, die deutlich ansteigen. Das war es eigentlich auch für unsere Präsentation. Die nächsten Schritte, ganz klar, kommen Sie auf uns zu, wenn Sie eine individuelle Beratung wollen, wenn Sie Ihren Bedarf erkennen, wo das eingesetzt werden können. Wenn Sie eine Teststellung wollen, das bieten wir als Hersteller an. Wir möchten ja mit unserem Produkt auch ganz klar auch Ihnen aufzeigen, dass unter realen Bedingungen Rentabilität besteht. Deswegen testen Sie unser Produkt und auf Herz und Nieren. Das bieten unsere Partner auch mit Kombination der Firma EGF oder anderen Partner auch an. Aber kommen Sie erstmal auch gerne auf uns zu, dann werden Sie von mir oder meinen Kollegen beraten. Genau, dann war es das auch von uns. Vielen Dank für Ihre Zeit und wir stellen uns natürlich gerne auch nochmal Ihren Fragen.
So, dann bin ich nochmal im Spiel. Haben Sie Fragen? Stellen Sie sie jetzt. Die Herrschaften haben mir versprochen, sie beantworten jede Frage. Also absolut. Ran an die Tastatur. Leider können Sie nicht sprechen, also nicht Ihre Frage sprechen. Da haben wir das falsche Toolset hier wohl. Ja, dann wird es höchste Zeit, sich für Fragen zu entscheiden. Ja, also es gibt offenbar keine Fragen hier. Wenn Sie etwas Intimeres zu besprechen haben, dann können Sie es gerne am Messestand der Firma Nuance machen, in der Messehalle. An dem Stand bekommen Sie jede Menge weiterführende Informationen und die Kollegen stehen dort auch im Chat zur Verfügung. Ja, Herr Di Palma und Herr Dr. Küpper, ich glaube, da kommen keine Fragen mehr. Ich bedanke mich sehr für Ihre tolle Präsentation und Ihnen, meine Damen und Herren, bedanke ich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag noch. Auf Wiedersehen. Ich schließe jetzt die Session. Vielen Dank. Wir danken ebenfalls und wünschen dann heute einen schönen Feierabend, schönes Wochenende und wir hören hoffentlich bald voneinander.